So, der nächste Priester kann kommen. Der kann sich auch mit allem eindecken. Wir haben bisher alles. Wir haben Unterhaltung. Wir haben, ja, jetzt auch die Religion. Das werden wir erstmal Osiris widmen. Denn komischerweise wollen ja immer das Fest des Osiris feiern. Wir könnten erstmal mit Schreinen anfangen. Ich bin erstmal froh, dass das Wichtigste gebaut ist. Und wir bauen jetzt schon mal unsere kleine Mastaba, um wenigstens irgendwo beerdigt werden zu können. Obwohl, da können wir auch eine normale Mastaba nehmen. Ja, die kann hier hinten stehen, da nervt die keinen. Nur für den Pharao bitte, danke. Okay, jetzt ist die Frage, was brauchen wir eher? Brauchen wir einen Kommandanten oder brauchen wir einen Aufseher? Also ich würde sicherheitshalber lieber einen Kommandanten nehmen wollen, dass wir uns zumindest einigermaßen verteidigen können, falls wir jetzt mit unserem Prestige nachher hochgehen und die Leute dann sagen, ach, überfallen wir die mal. Macht gerade so viel Spaß. Den haben wir ein Problem. So, die Leute wollten beten, konnten es nicht zu Osiris. Es tut mir leid, der Tempel ist auch nicht wirklich Osiris gewidmet, solange wir keine Statuen haben. Aber wir können selber keinen Basalt abbauen, deswegen würde es sich auch nicht lohnen, jetzt einen Aufseher mit hinzusetzen. Der würde nur anfangen, die ganzen Steine abzubauen, das bringt mir gerade überhaupt nichts. So, die Mastaba wird fertig gebaut. Er trägt gerade das Zeug mit hin. Zumindest holt er es. Zwei Ziegel. Willst du mich veralbern? Ich glaube, ich brauche einen Ziegelhof. Dass die schon mal irgendwo eingelagert werden können. Könnte ich hier neben dem Priester mit aufbauen. Okay, also Apotheke läuft. Tempel läuft. Das Einzige, was im Moment nicht läuft, ist das Einbalsamierungshaus. Das läuft aber, glaube ich, auch nur bei Bedarf, genauso wie die Schule. Im Moment ist alles in Ordnung. Die Leute können sich die Gesundheit abholen. Klar, wir brauchen noch einiges an Schreinen, wir brauchen noch den Kulttempel, wir brauchen auch noch weitere Priester, aber das wird alles später kommen. Die werden alle erstmal größer, das freut mich. Und das Silo kommt auch, sodass wir noch mehr Essen einlagern können. Wir sind gerade einmal bei 998 Essen. Aber immerhin, besser als nichts. Allen Adligen geht es soweit gut. Die haben auch teilweise ordentlich was zu essen. Manche haben jetzt nichts zum Einkaufen gekriegt. Liegt aber nicht an den Luxuswaren, liegt vielmehr an den kleinen Läden. Die haben teilweise nur wenig zu verkaufen. Dann werden wir hier weitere Läden mit hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier. Eine weitere Stadt. Straße. Matten, Körbe, Leinen und Töpferwaren. Dankeschön. Er hat jetzt auch alles, was er braucht, kann nur eben nicht beten gehen. Das ist völlig okay. Aber hey, wir haben schon eine sehr gut laufende Infrastruktur. Das hätte ich mir jetzt schwieriger vorgestellt, aber okay. Achso, jetzt ist erst das Ganze zugegangen. Da müssen wir mit dem Essen jetzt noch ein bisschen haushalten. Vielleicht sollten wir gleich ein neues Silo bauen oder aber unser Silo ausbauen. Darauf warte ich erstmal, dass die Mastaba fertig wird. Dann können wir immer noch gucken, ob wir genügend Ziegel übrig haben für das Silo. Das Silo selber. Na gut, kann ich schon mal einen Auftrag geben, ist kein Problem. Wird nur ein bisschen dauern. Ach, ich habe immer das Gefühl, dass ich es noch ein bisschen schneller machen kann, aber hier geht nichts schneller. Wir dürfen immer noch nur 34 Farmen haben. Dabei geht eigentlich schon wesentlich mehr. Was macht ihr denn hier? Geht nach Hause, Edelmann. Der war bestimmt auf der Jagd, oder? Das kann gut sein. Ja, ihr werdet erstmal so schnell keine Yacht bekommen. Das tut mir leid. Wie alt bin ich? Bin ich schon tot? Wundern wird's mich auch nicht. Verdammt. Aber hey, das Wichtigste steht. Gott, sind wir gut.
Das Wasser zieht sich wieder zurück. Gleich können die Bauern wieder auf die Felder gehen. Wir dürfen aktuell 40 Bauern haben. Das heißt, eines der Anwesen hat sich entwickelt. Dieses. Okay, das auch. Oh, gleich drei Anwesen. Nur die sind noch klein. Das heißt, die ersten drei, die da waren, die haben sich jetzt schon weiterentwickelt. Immerhin. Demnächst können wir noch den Gärtner bauen. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn unser Silo fertig ist. Sehr schön. Das hat geklappt. Dementsprechend heißt es gleich, ihr Prestige steigt. Ist nämlich schon bei 5. Dabei will ich das noch gar nicht. Bauen jetzt erstmal ein Kommandantenquartier. Setzen wir auch hier oben mit hin. Das muss nicht direkt, obwohl, warte mal. Wo könnte ich ihn mehr gebrauchen? Wenn, dann kommen sie von Westen. Das heißt, theoretisch bräuchte ich ihn hier vorne gleich. Ach, verdammt. So, goodie. Das Ding ist fertig. Die Masterbar wird auch noch fertig gemacht. Die letzten 14 Steine kriegen wir relativ schnell ran. Und ich warte jetzt darauf, dass es denn an die neuen Kommandanten geht. Die neuen. Den ersten. Von ganz, ganz vielen. Schule läuft, Apotheke läuft, Krankenhaus, Tempel. Auch das Einbalsamierungshaus. Alles ist gut. Die Leute haben alles, was sie brauchen. Also es gab bisher auch noch nicht so viele Beschwerden, dass die sich jetzt hingestellt und protestiert haben. Finde ich gut. Das wird später mit der Religion wieder der Fall sein. Er ist schon wieder am Steuern zielen. Ja, ja. Und er kriegt das gut hin. Also obwohl er alleine ist, kriegt er da sehr, sehr viele Felder gezählt. Jetzt aktuell ist er bei 56. Das heißt, ein Feld mehr als letztes Jahr. Ich bin stolz auf dich. Ihr Prestige steigt. Ja, sollte es noch nicht. Aber verraten wir keinem. 64 Felder. Ja, doch. Geht aufwärts. Okay, das war's. Immerhin, 72 von 114 Felder wurden geschätzt und viele Felder ausgelassen. Wir werden hier später noch einen weiteren Schreiber mit hinsetzen. Dann kann der eine von oben sich runterarbeiten, der andere von unten sich nach oben arbeiten und alles ist gut. Auch weitere Bauern werden hier oben noch stehen, sodass das denn wirklich schön verteilt ist. Das geht schon. Die müssen ja sowieso erstmal ausgebaut werden. Dauert noch. Wir können aktuell 42 Felder haben. 40 Bauern haben wir. Top. So, die letzten 4 Steine werden hochgebracht. Auch das Kommandantenquartier ist fertig. Sehr nice. So ist Leben, meine Lieben. So ist Leben. Dann haben wir hier ein Silo, da ein Silo. Wir haben 2 Bäckereien, die sich um Essen kümmern. Das ist gut. Verehrte Schutzgottheit Tod. Das Volk huldigt eurem Schutzpatron Tod. Den großen Vermesser, der die Erde nach der heiligen Geometrie schuf und die Zeit in Gang setzte. Der Kulttempel des Tod hilft uns, dem Jüngsten und so weiter. Warum denn nur schon wieder? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ach so, wegen der Grabstätte. Ja klar. Weil es so schön ist. Okay, wir warten einmal ganz kurz, bis das Essen abgemäht ist. Dann gucken wir uns mal um. Wir können jetzt schon mal schauen. Was haben wir denn hier? Kies. Die Herrlichkeit Tods verlangt, dass wir all unseren Städten Wissen bringen. Große Papyrusspenden werden es den örtlichen Priestern und Schreibern ermöglichen, weitere Anhänger Tods anzuziehen. Wir bekommen Essen, Gerste, wenn wir 30 Papyrus im Jahr dorthin bringen. Brauchen erstmal 150 Papyrus, um das freizuschalten. Es wird eine Weile dauern. Dann hier 40 Papyrus, dafür 150 Salate und 20 Papyrus, dafür 100 Zwiebeln. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Dann gucken wir jetzt erstmal, hier gibt es Obelisken, da gibt es Stelen. Da haben wir den Basaltsteinbruch, den brauche ich erstmal. Das nehmen wir uns jetzt einfach. Dann ist der erste Teil schon mal freigeschaltet. Wir müssen ja so oder so erstmal den Kulttempel bauen und gucken, dass wir einigermaßen vorankommen. Heißt, wir müssen auch noch weitere Ziegel aufbewahren. Ein Fähnchen weht dort oben jetzt schon. Juhu. Gut.
Der Basaltsteinbruch gehört schon mal uns und wir haben eine schöne Ernte gehabt mit 1400 Nahrung. Immerhin. Da unser Prestige jetzt schon zweimal gestiegen ist, würde ich auch schon mal einen weiteren Schreiber bauen wollen, der dann im nächsten Jahr mit den Leuten auf die Felder gehen kann, um das Ganze zu zählen. Der kann sich ja jetzt schon mit Waren eindecken. Genügend Waren müssten wir ja mittlerweile haben. Wenige gibt es hier zu verkaufen, ist klar. Aber dafür werden die jetzt so ein bisschen entlastet und können wieder ein bisschen was machen, auch wenn es keine Leinen aktuell gibt. Aber die Leute decken sich auch von oben bis unten damit ein. Solange die immer noch was abkriegen, ist alles gut. Dann meckern sie nicht rum. Und ich brauche offensichtlich auch noch ganz, ganz viele Papyrusmühlen. Dann stellen wir nachher hier unten noch welche hin. So, du bist der Aufseher der Stadtwachen. Aktuell sieht es nicht nach Krieg aus. Wenn es nach Krieg aussehen würde, würde ich wahrscheinlich auch Stadtwachen fertig machen. Wir können auf jeden Fall schon mal einen Waffenschmied bauen. Das ist nie verkehrt. Und hier oben findet er auch seine Waren. 1, 2. So, dann machst du nämlich die Rüstungen und du stellst die Waffen her. Kostet auch wieder Ziegel. Ja, ich weiß. Aber geht ja nicht anders. Komm, wir bauen noch einen Ziegelmacher. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Wir wissen, dass das sowieso nicht reicht, aber wir haben sie. Wir können auch schon mal 2 weitere Papyrusmacher mit hinsetzen. Und weil wir so toll sind, brauchen wir jetzt auch noch einen Bäcker. Kann nie verkehrt sein. Eben auch gerade hier oben, wo wir noch einige Leute mit hinsetzen wollen. Ich glaube, das ist ganz gut. Sitzt auch gleich neben dem Silo, kann sich das Essen rausholen. Hier werden schon 499 Nahrungseinheiten hergestellt, genauso wie hier. Also jede Menge. Top, die Watte quillt. So, die können einiges fertigen, müssen aber auch weitere Waren holen von hier drüben. 1, 2, 3, 4. Wir haben 4 verschiedene Orte, wo man einfache Waren kaufen kann. Das ist gut. Wir haben 3 Maurerwohnungen. Die reichen auch erstmal. Und so wie es aussieht, scheint doch alles gut zu laufen. Ich meine, guckt es euch an. Wir verbrauchen jetzt aktuell keine weiteren Ziegel mehr, oder? Ne, ist alles gebaut. Papyrusmühlen, Ziegeleien. Ach nee, die Papyrusmühlen noch nicht. Gut, die kommen noch, die verbrauchen noch. Aber ist nicht schlimm, das läuft. Und dann werden wir uns demnächst um Tod kümmern. Wir werden seinen Kulttempel schon mal bauen. Aber vorher will ich den Basaltsteinbruch haben, und zwar den großen. Gucken wir mal. Da ist der kleine. Ich will den großen haben, kostet 35 Papyrus, das geht. 210 Nahrung geht, 155 Ziegel, macht mir Sorgen. Das ist genau das, was ich nicht habe. Eieiei. Wird schon. Dann könnten wir eigentlich auch schon, und ja, ich weiß, es verbraucht wieder Ziegel. Aber wir könnten eine Barkenanlegestelle bereits bauen. So. Kommt nämlich gleich eine Straße mit ran. Und theoretisch könnten wir noch ein weiteres Silo bauen. Aber das kostet mir dann wirklich zu viele Ziegel. Die letzten 3 Ziegel werden hier hingebracht. Die nächsten Ziegel gehen schon rüber zur Barkenanlegestelle. Hervorragend. Und unser Schreiber ist noch unterwegs. Der auch. Seid ihr doof? Dadurch haben die jetzt gar nichts gezählt. Wozu habe ich den anderen Schreiber denn hingesetzt? Oh, ich könnte jedes Mal erschlagen, ehrlich.
Du sollst Steuern einschätzen, nichts anderes. 44 Leute dürfen wir haben. Aktuell sind wir bei 43. Eins wird noch ausgebaut. Irgendwo fehlen noch Häuser. Ich habe keine Ahnung wo. Ist doch eigentlich alles ausgebaut. Wahrscheinlich sind einige leer. Ja, hier die Maurer. Die sind unzufrieden. Weil sie nicht beten konnten. Zu Tod. Ja, es tut mir leid. Er kommt später dran. Das heißt, die Maurer insbesondere sind mit Tod sehr vereint. Schreintempel existiert nicht. Einrichtung wurde nicht von Priester aktiviert. Einrichtung zu weit weg. Beschäftigt damit, andere Ansprüche zu erfüllen. Ja, es kann alles der Grund sein, das stimmt. Aber immerhin, wir haben schon mal eine Barken-Anlegestelle. Jetzt können wir uns darum kümmern, auch die großen Statuen mit reinzuholen. Wir brauchen bloß die 155 Ziegel. Papyrus werden wir schnell rankriegen, das ist kein Problem. Wir sind ja alle gut dabei. Genug zu verkaufen, wenig zu verkaufen, genug zu verkaufen. Keine. Gut, die hacken noch. Alles okay. Da ist eine Dienerhütte. Habe ich die da hingesetzt? Ich dachte, ich habe die weiter nach oben gesetzt. Aber gut, okay. Nein, völlig in Ordnung. Was? Ihr habt ein Problem? Grenzstreit. Oh, kein Gericht. Verdammt. Der Gerichtshof, den habe ich völlig vergessen. Kommt hier mit hin und dann ist gut. Ach, Mist. Konnte kein Fest besuchen. Grenzstreit. Ja. Die beiden haben sich um die Grenzen gestritten. Warum auch immer. Da hängt so viel dazwischen. Ist doch egal. Mann doch. Naja, egal. Edlöbt. Und darauf kommt's an. 2430 Nahrungseinheiten haben wir aktuell. Das wird mehr. Wir werden jetzt bald noch ein weiteres Silo benötigen, um die Leute dann auch wirklich grundlegend zu versorgen und immer genug Essen parat zu halten. Das können wir auch hier oben mit hinbauen, da stört's keinen. Kostet ebenfalls wieder 35 Ziegel und während die Ziegel dorthin gebracht werden und wir weitere Ziegel sammeln, denn wir machen ja sonst nichts weiter, Gerichtshof ist ja auch schon fertig, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hole mir einen Kaffee und dann gucken wir weiter. Bis gleich.